Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Buildcraft-Server und zwar in einer unserer Spezialfolgen über die Bienenzucht. Der Harle und ich, wir haben uns gerade mal ein paar Pferde besorgt. Hi. Hi. Und zwar reiten wir jetzt zurück zur Basis. Der Harle weiß, wo es lang geht. Und auf dem Weg zurück, da werden wir mal schauen, ob wir noch ein paar Bienenkästen finden. Wenn du durchs Wasser reitest, wirst du abgeworfen. Nee, das ist so flach, da ging das. So. Ich folge dir einfach mal. Genau, wir haben ja auf der letzten Exkursion habe ich ja zwei große Pferde Ansammlung gefunden. Da waren wir jetzt mal, haben die mal gezähmt. Und haben uns überlegt, dass wir vielleicht hier ein paar mehr. Ein Bienenkäfig. Willst du oder soll ich? Ich habe dummerweise gerade keinen Kescher dabei. Achso, warte mal, ich habe vielleicht, nee, ich habe auch nur noch einen, also muss ich es holen. Und zwar handelt es sich um eine tropische Prinzessin, mit der können wir zwar... Nicht. Ja, ich hab's schon wieder vergessen. Ja, wir müssen nämlich einen Screenshot machen. Ja. Naja. Das leidige Thema, ich vergesse das nämlich immer. Mir fehlen immer Screenshots für die Folgen. So, da war gerade eine Ölquelle, hast du die noch gesehen? Ja. Und ein Creeperchen. So. Bei Nacht ist es immer ganz gut. Da gucken wir jetzt so ein bisschen in die Bäume und gucken, wo es ein bisschen heller ist. Hier drüben ist es hell. Aber das ist ein Lava-Hell. So, mal hier auf diesem Berg. Das Schöne ist, das sind so Skyrim-Pferde, die überall hochreiten können. Genau. Genau, also mit dem Zähmen der Pferde. Ihr dürft nichts in der Hand halten, dann klickt ihr sie rechts mit der rechten Maustaste an und dann steigt ihr auf und das Pferd fängt an zu bocken und will euch abwerfen und dann lasst ihr euch auch abwerfen und macht das so lange, bis rechts unten im Bild Herzchen von dem Herd auftauchen, nicht Herd, Pferd. Guck mal, hier gibt es noch einen Bienenkasten. Bleib mal so in Richtung Bienenkasten stehen, ich guck mal, ob ich das... Und wenn man das dann gezähmt hat, dann kann man ihm einen Sattel verpassen. Dann gibt es so ein kleines Inventarfeld, da wird der Sattel reingelegt und dann kann man es auch lenken. Du stehst gerade drauf. Ich versuche, das Ganze hinzukriegen, ja. Moment, ich muss kurz nochmal absteigen. Jetzt. Ich steige aber auch mal ab. So. Stell mich mal hier hinten dran. Hast du einen Kescher? Kannst du mir einen geben? Ich habe nur noch einen. Achso. Guck mal Richtung Kamera. Ja, ich bin schon dabei, aber ich sehe es gerade nicht. Jetzt, ja. Das ist natürlich jetzt eher ein Bild für diese Folge. Oh, Moment. So, jetzt müssen wir noch ein Bild für die andere Folge haben. Da würde sich doch anbieten, dass wir irgendwie mal so ein Dorf finden, ne? Willst du den nicht noch mitnehmen, den Bienenkorb? Ach so. Ja, aber die Dörfer haben wir jetzt ja schon komplett ausgebeutet. Das stimmt. Wir haben nämlich außerhalb der Folge dann noch mal ein bisschen weiter gesucht. Bei mir stockt das Spiel gerade so ein bisschen. Das Schöne ist, wenn man auf so einem Pferd sitzt, kann man trotzdem die Monster mit dem Schwert erschlagen. Da ist ein Schleim hinter dir. Oh ja, den holen wir uns. So, wir haben ja schöne verzauberte Schwerter, wir bekommen also dann ziemlich viel Ausbeute auch hier. Ja, ich habe 14 Schleim bekommen. Ich werde, glaube ich, mal ein bisschen was von dem Schweinefleisch mitnehmen, weil wir nämlich eben hätten wir Smaragde tauschen können, aber ich hätte kein Schweinefleisch. Ach so. Wir haben auch gar keine Schweinezucht, gell? Nee, ich weiß auch gar nicht, wie man die züchtet. Mit Karotten. Ah.
wusste gar nicht, dass Karotten Schweine essen. Nee, Karotten essen keine Schweine, aber Schweine essen Karotten. Habe ich das nicht gesagt? Nein. Na gut, ich glaube dir das jetzt mal. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wo mein Pferd ist. Ist das so eine Pferderuftaste? Ich habe es gefunden, du musst nur zu mir kommen. Und wo bist du? Wo dein Pferd ist. Ja. Wo bist du? Hier, guck mal, ich habe es angeleint. Bleib mal so stehen. Halte noch mal ein Stück weiter. Ja, warte, wir müssen erst das Menü ausschalten. So, jetzt. Was probierst du? Wir haben ein paar Screenshots gemacht. Mal gucken, ob wir das vielleicht später nochmal verwenden können. Ja, ich reite dann mal dir hinterher. Und da sind Endermänner. Na egal. So ein kleines Bonanza-Feeling. So, wie können wir hier rüber? Das ist natürlich schwierig. Denn das Jetpack trägt das Pferd nicht. Ja, jetzt müssten wir hier irgendwie eine Brücke bauen oder so, damit wir mit dem Pferd rüberkommen. Wir können auch ein bisschen am Wasser entlang reiten und mal gucken, ob wir irgendwo eine bessere Stelle zum Übersetzen finden. Ja. So, dann gucken wir mal, wie es hier hinten aussieht. Bist du noch hinter mir? Ich habe die Vermutung. Oh, 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 oh. Ja, du folgst mir langsam. So, ich glaube, ich habe hier eine Stelle gefunden, wo wir übersetzen können. Ich sehe nichts. Ich glaube, wir müssen gar nicht übersetzen. So, ich hänge im Baum fest mit meinem Pferd. Muss ich außen rum. Was? Was war das denn? Das war ein Schwein. So, wo bist du? Hinter dir. Ich habe hier drüben was gesehen, das will ich mir nochmal anschauen. Aber ich glaube, ich habe mich getäuscht. Ja, ich habe mich getäuscht. Ich dachte, hier wäre ein Bienenkorb. So, ich sehe da was auf uns zukommen. Du siehst was auf uns zukommen? Ja. Ich sehe dein Pferd alleine weglaufen, ist das richtig? Nö. Ja, 200 Meter, 180, wir sind gleich da. Da ist schon das Enderportal und der Weg. So, und hinten ist die Garage für die Pferde. Pferde lernt man mit der Leine an. Dafür muss man absitzen, das Pferd mit der Leine anklicken und die Leine an einem Pfosten festmachen. So, komm mal her, Pferdchen. Das gibt's doch nicht. Jetzt springt das hier ins Wasser. Mist. Ich habe dir doch eine Leine gegeben. Ja, aber es ist sofort ins Wasser gesprungen. Da steht auch schon ein Pferd von dir. Ja, ist mein Zweitpferd. So. So, dann haben wir eine ganze Menge Bienensachen gesammelt. Dann haben die auch schon in zwei Kisten gelegt, denn es hat sich ziemlich viel auch angesammelt von dem Zeug. Und du hast einen schönen Bauplatz gefunden für unsere Bienenzucht, gell? Nee. Ich wollte mit dir zusammen mal schauen. Also ich habe mich noch nicht festgelegt, aber wir können ja mal hier auf unser Baumhaus, das Nenox gebaut hat. Und dann gucken wir einfach mal da runter.
Ja, also ich würde ja vorschlagen, wir machen unsere Bienenzucht hier hinten bei den Baumfarmen hin, weil wir nämlich die Bienen auch für die Bäume brauchen, damit die mutieren und wir andere Baumsorten bekommen. Warum nehmen wir dann nicht diese Ecke hier unten? Welche? Da, wo schon die Lärche steht, die ich gepflanzt habe. Also hier so, diese Ecke. Wenn du jetzt mal hier runter guckst, da stehe ich. Ja, ich habe gerade das Problem, dass mein Jetpack leer ist und dass ich jetzt hier nicht runterkomme. Und das leer? Ja. Den Wasserpool, wenn man in Bäume springt. Das Risiko. Das tat weh. Aber es war nicht so schlimm, wie es sich angehört hat. Also ich würde sagen, dieses Gebiet hier ist ganz nett. Dann tun wir diese Höhle hier zukippen. Ausgebeutet ist es schon. Wir machen hier so die, in der Gegend die... So, die müsste man eigentlich auch mal, das Lärchenholz, also die Lärche an sich, müsste man eigentlich auch mal auf die Baumfarm tun. Ja. Nee, lass sie momentan noch stehen, aber ja, ich würde sagen, wir stellen erstmal ein paar Bienenkästen auf, denn am Anfang geht es ja sowieso erst noch manuell, bis wir ein paar Sachen gesammelt haben. Und dann können wir uns darum kümmern, wo wir es endgültig hinstellen. Ja? Genau, das klingt gut. So, ich gehe mal zu den Bienenkisten, denn wir haben hier eine ganze Menge schon gesammelt. So, ihr seht, hier uns mal hier noch Lärchensetzlinge. Ihr seht, hier haben wir ganz viele Bienen drin und ich habe auch ein paar eisige Bienen gefunden und so. Hier ist es schon so ein bisschen sortiert. Aha. So, wir haben hier Bienenkörbe und diese Bienenkörbe, da würde ich vorschlagen, wir setzen die einfach mal wild in die Wiese. Später müssen wir die in Reihe setzen, damit wir die noch automatisieren können, aber so für den Anfang, ne? Ja, hast du alle Körbe dabei? Ja. Gut. Also hier zwischen Baumfarm und deiner Lärche soll ich jetzt hinsetzen? Ich habe da noch ein paar Lärchen gepflanzt. Aber ich würde sagen, ja, hier so die Ecke ist doch ganz schön. Vielleicht hier oben noch ein oder zwei. Das ist ja schon eine Reihe und Glied. Oder soll ich sie wilder setzen? Nee, es ist ja schon eigentlich ganz gut. Wir wollen ja später die Automatisierung einbauen. Und ich denke, dann ist das schon besser so. Ja, ich hol mal Prinzessin. Ich kann sie auch wilder hinsetzen. Wir haben sogar eine wiesige Königin. Ja, wir sollten waldige und wiesige miteinander mischen, denn wir wollen nämlich, dass die mutieren und andere Sorten sich bilden. Das heißt, wir brauchen eine wiesige Prinzessin und waldige Thronen, oder? Oder umgekehrt. Du kannst auch ein paar von den ich nehme ein paar von den Rähmchen mit, du nimmst die Bienen mit, ich nehme die Rähmchen mit. So, wir haben nämlich hier diese Rähmchen gefunden. Es gibt verschiedene Sorten von Rähmchen. Es gibt Imprint. Aber wollen wir nicht erstmal den Bierleiser schnell bauen und die analysieren? Dafür brauchen wir erstmal Honigtau, den haben wir noch nicht. Oh. Ja. Und das ist auch noch eine Sache. Wir müssen erstmal so ein bisschen die einfach mal ein bisschen wild miteinander kreuzen am Anfang. Wenn wir können so eine professionelle Zucht noch gar nicht aufmachen. Dafür fehlt uns noch das ein oder andere. Ich werde mal erstmal mein Inventar leer machen, denn ich habe schon wieder 1000 Sachen, die unterwegs gesammelt habe. Nee, wir brauchen den Carpenter für den Bierleiser. Ja, wir brauchen die Carpenter eigentlich auch, also die Schreinereien brauchen wir eigentlich auch, um die Bienenkästen herzustellen. Deswegen haben wir jetzt den leichteren Weg gesucht und haben erstmal die Bienenkästen aus den Dörfern geholt. So, ich war gerade bei den Rähmchen. Es gibt drei verschiedene Sorten von Rähmchen. Es gibt bewährte Rähmchen, es gibt unbehandelte Rähmchen und imprägnierte Rähmchen. Bewährte Rähmchen sind die wertvollsten. Ich würde sagen, die heben wir uns auf. Wir nehmen erstmal unbehandelte Rähmchen, denn das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, das sind die einfachsten, da musst du nicht viel für ausgeben. Und die anderen sind momentan für uns noch sehr wertvoll. Jetzt ist mein zweiter Bildschirm hier ausgegangen. Halten wir uns mal für später. So, du kannst ja dann schon mal anfangen hier.
Weißt du, was sehr interessant ist? Wir haben ganz, ganz viele Prinzessinnen, aber kaum Drohnen. Das ist egal. Man braucht ja immer nur eine Prinzessin und eine Drohne und dann bildet sich daraus gleich eine Königin. Die paaren sich sozusagen und dann gibt es eine Königin. So, ich fange jetzt einfach mal hier an einzusetzen. Eine wiesige Prinzessin und du bist vom Mikrofon zu weit weg. Okay. Also ich habe eine wiesige Prinzessin und eine waldige Drohne hier reingesetzt. Jetzt seht ihr, dass hier sowas hochgeht und jetzt haben wir eine wiesige Königin. Die Drohne ist verschwunden. Und eine waldige Prinzessin mit einer wiesigen Drohne. So, da ist unedle Abstammung. Und jetzt seht ihr, also die Prinzessin ist immer die Ausschlaggebende. Und wie das genau mit dem Kreuzen von den Bienen geht, das gucken wir uns später an. Da müssen wir erst noch so ein paar technische Sachen für bauen. Diesen Bioleiser, also den Bienenuntersuchungsdingsbums, den brauchen wir. Den Bienenanalysator. Und ich werde erstmal in jedes Häuschen jeweils ein Rähmchen reinsetzen. Ja. Weil wir haben noch nicht so viele von den Unbehandelten. Die können wir nochmal bauen. Die braucht man in rauen Mengen, wollte ich sagen. Weil die nicht so lange halten. Jetzt seht ihr auch schon hier auf meinem Bildschirm, dass so kleine Bienchen rumfliegen. Da muss man immer so einen Moment warten und dann guckt man sich an. Ich mache mal das Menü vom Nei aus. So, hier, normal steht da. Also Temperatur, normal und, ich habe vergessen, was T und H war. T und H, das kann ich dir gerade auch nicht sagen. So, es gibt natürlich auch die Imkerkluft. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon bauen können. Nee, die können wir noch lange nicht bauen, denn dafür müssen wir so Imker-Netze herstellen und das ist ein bisschen schwieriger. Wir brauchen am Anfang erstmal etwas, das heißt Propolis. Das haben wir schon ein bisschen was gefunden von. So, Propolis, das Zeug hier brauchen wir. Also wir wollen, dass das entsteht und wir wollen diese Bienenwaben haben. Wir brauchen jetzt eine Zentrifuge, um da den Honigtau rauszuholen. Und da gibt es so ein paar Sachen, die wir da noch draus gewinnen können. Und dieses Propolis ist ganz wichtig, denn daraus können wir nachher Bienenrohre bauen. Ich zeige die mal kurz im Nei. Das war der falsche Taste. So, ich gehe mal hier drauf und mir fällt gerade ein, ich glaube, ich kann die gar nicht zeigen, weil das Rezept nicht angezeigt wird. So, Bienen. Also wenn ich das richtig gesehen habe, können wir das alles schon bauen. Wir brauchen nur den Carpenter. Du bist zu leise. Ich sag, wir können das, wenn ich das richtig gesehen habe, alles schon bauen. Wir brauchen nur den Carpenter. Ja, dann sollten wir den mal bauen. Und vielleicht könntest du ja die Sachen für den Carpenter schon zusammensuchen. Also wir können durch mal zwei bauen. Seit wann gibt es denn Schreibtische? Leider ohne Rezept. Suchst du mal das Zeug zusammen? Ja, ich bin dabei. Also auf Deutsch heißt der Carpenter natürlich Schreiner, die Schreinerei. Dafür brauchen wir ein robustes Gehäuse, Bronzebarren und Glas. So. Willst du das gleich hier in der Konsole bauen? Dann gehe ich nämlich da auf das Menü. Ich baue das gleich in der Konsole, ja. So, in die 2 und in die 8 kommt Glas. Genau, in die 5 ein robustes Gehäuse und die Bronze in die freien Außenflächen. Blöd ist natürlich nur, wenn man keine Bronze zur Hand hat. Dann muss man sich welche craften. Also, Bronze hatten wir ja schon mal erklärt. Wir brauchen Zinnbarren. Und die kommen in die 1. Und außenrum kommt Kupfer. So, in die 2, 4 und 5. Und dann bauen wir doch mal hier ein paar Stacks. So, jetzt habe ich mich verklickt.
Gut, jetzt haben wir alle Materialien beisammen. Also wie geht denn so ein robustes Gehäuse? Das robuste Gehäuse, das sollten wir auch erklären, da hast du recht. Da nehmen wir einfach die Bronze in alle Felder außer der 5. Wir bilden einen Kreis. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Das ist ein robustes Gehäuse. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu der Schreinerei. So, dann wollen wir noch die Klasse in die 2 und in die 8 packen. Und das robuste Gehäuse in die 5. Und wir haben eine Schreinerei. Weiter wichtig ist, die Schreinerei arbeitet mit Buildcraft-Strom, also beziehungsweise Railcraft-Strom. Oder auch Forestry-Strom. Aber auf keinen Fall mit dem Strom von Applied Energistics. Was natürlich bedeutet, wir werden wieder unsere Bastlermaschine einsetzen, oder? Genau, ich hatte ja noch eine gefunden im Dorf. Dampfmaschinen, wir haben sogar 4 Stück hier. Wir haben auch eine kommerzielle, die produziert ein bisschen mehr. Aber ich denke, die Bastler-Dampfmaschine reicht uns. Ich nehme mir mal 2 mit, dann brauchen wir noch einen Hebel. Und wir brauchen Flüssigkeitsrohre, denn der Carpenter braucht Wasser. So, ich würde sagen, wo bauen wir den denn am besten? Da, wo wir schon Wasser haben. So, und das, du hast das Rezept wieder rausgelöscht? Ja. Das ist doof. Ich kann es noch einmal einstellen. Lass mal. Wir brauchen nämlich noch ein robustes Gehäuse. Nee, lass mal. Ich will was anders bauen. Ach so. So, wir brauchen noch ein robustes Gehäuse. Das setzen wir jetzt in die Mitte. Oder wir setzen mal 2 Stück in die Mitte. Wir nehmen Glas und setzen das in die 2 und in die 8. Du kannst ja schon mal die Maschinen drüben aufbauen. Ich komme gleich auch noch mit 2 Maschinen. Und im Gegensatz zu dem Rezept von eben, denn ihr seht, jetzt haben wir wieder die Schreinerei. Jetzt möchten wir gerne noch Zinn da reinsetzen. Zinnbahn, die setzen wir hier jetzt. Achso, ich muss das erst rausnehmen. Das ist ja immer hier bei dem so ein bisschen anders. So. Wir machen hier 3 rein und hier drüben 3 rein. Ich bin nur wirklich am Überlegen gerade, wo wir das hinbauen. Ich denke erstmal provisorisch irgendwo. Ja, das können wir später nochmal umbauen. Das machen wir vielleicht mal bei Twitch, denn wir machen jetzt auch bei Twitch, zeigen wir euch, was wir nicht in diese Folgen hier aufnehmen, denn in den Folgen haben wir ja immer so ein bisschen wenig Zeit und wir zeigen euch bei Twitch dann eigentlich alles, was wir so machen. Ich habe jetzt mal Pressen gebaut, davon baue ich mal 2 Stück. So, die brauchen wir nämlich, um die Waben zu schleudern und dann da Honigtau draus zu bekommen. Hast du schon einen Platz gefunden, wo die Maschinen gut hinpassen? Wir werden sie erstmal hier hinstellen. Und dann überlege ich tatsächlich, ein eigenes Gebäude dafür zu bauen. Ja, da können wir hier ein kleines Bienengebäude bauen. Ich stelle jetzt auch mal die Zentrifugen erstmal hier auf. Jetzt bin ich, glaube ich, zu nah dran. Nee, du bist ein ganzes Stück weg. Haben wir noch Bastlermaschinen? Ja. Hast du die dabei? Nein. Okay. Dann tippe ich mal hier einen Bast. Wir bekommen 2 und wir brauchen einen Hebel. Haben wir nicht mehr. Dann brauchen wir einen Stock. Ja, wir wissen das was. Erstmal, wie viele Hebel brauchst du? 2 Stück oder so. Kann ich dir geben. Okay. So, hast du denn noch Anschlussrohre für Wasser, die wir vielleicht verwenden können? Ja. So, ich setze mal hier einen Motor dran und hier drüben einen Motor dran. Und ich hole mal Kohle und Trichter. Brauchst du auch noch Trichter? Ich habe hier gerade das Problem mit diesem Motor. Ich brauche keinen. Ja, Trichter. Ja, warum nicht? Nee, brauche ich nicht. So, jetzt klappt das hier auch. Das sieht alles sehr unschön aus. Das bauen wir nochmal im Off um. So, jetzt kannst du den Hebel von deiner Maschine hier, den setze ich mal auf den Boden, weil dann können wir nämlich beide Maschinen damit betreiben. Achso, Kohle wollte ich noch holen. Kohle, Kohle, Kohle. So, Kohle. Du brauchst ja auch Wasser.
Ich brauche auch Wasser und ich wollte mich bei dir mit anklinken, sozusagen. Also, wir brauchen aber erst Wasser. Und ich sollte vielleicht meine Trichter an die Seite setzen. Ja. So, dann können wir nämlich hier oben den Wasseranschluss machen. So, meine Trichter setze ich hier an die Seite. Die sollen nämlich gleich die Kohle einfüllen. Also ich baue keinen Trichter bei mir jetzt dran, denn so viel brauchen wir von den Karten da jetzt auch nicht. Ach so, du meinst einfach nur mal so Testbetrieb? Naja. Dadurch, dass wir das hier eh neu bauen wollen und danach an den Computer anschließen. Ja, du hast irgendwie recht. Ich mache das auch wieder weg. Denn wenn man da erstmal einen Stack reinlegt, dann reicht das ja auch. Ja, das läuft ja auch eine Zeit lang. So, da hat sich jetzt schon ein bisschen Wasser eingefüllt. Bei den Bastler, also bei den Dampfmaschinen muss man immer beachten, es sollte immer Wasser da sein. Man sollte auch noch keine Kohle reinlegen, solange noch kein Wasser da ist. Denn das kann immer zu Problemen führen. Läuft die jetzt? Ja, die läuft. So. Dann hole ich mal von den Bienenwaben, die wir schon gefunden haben, ein paar. Nehmen wir mal die hier. So, mein Schreiner, dem fehlt das Rezept. Leider kann das Nye die Rezepte von Forestry nicht darstellen. Irgendwie fehlt da ein Update. Wie nennen sich denn Fäden? Diese Spinnenfäden, Seidendinger. Sandrik. Die heißen Faden. Ah, ja, mit A geht das. Ich habe natürlich ein R wieder eingegeben. So, ihr seht jetzt hier die Presse. Die Presse kann verschiedene Sachen herstellen, zum Beispiel Honig, Met, Kernöl, Dampf, Fruchtsaft, zerstoßenes Eis, Lava, Wasser, Teeröl, Biomasse und Ethanol. Und ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe die falsche Maschine gebaut. Das war eher Zentrifuge, was ich suche. Nee, das ist doch irgendwie das Falsche hier. Ich habe mir das falsche Rezept gerade auf der Homepage rausgesucht. Ja, was macht denn deine Maschine? Was machen denn deine Maschinen so, solange ich jetzt hier am Suchen bin? Bei mir, die stehen schon. Es fehlt halt jetzt natürlich die Sachen, die wir damit machen möchten. So, ich wollte, ich habe das falsche Rezept rausgesucht. Wir brauchen nämlich Kupfer in die Seiten. Wir brauchen Glas oben und unten. Den Bierleiser, den kann ich ja mal bauen. So, wir brauchen Glas oben und unten und Gehäuse in die Mitte. Und ihr seht, jetzt haben wir hier eine Zentrifuge, die wollte ich eben eigentlich bauen. Da bin ich aber irgendwie an die Presse geraten und die Presse wollte ich gar nicht haben. So, wir nehmen das wieder raus. So, ich brauche Glasscheiben. Bauen die wieder ab. Und jetzt setzen wir hier die Zentrifugen hin. Brauche ich noch ein bisschen Zinn. Zinnbarren. So, das sieht doch schon ganz anders aus. Ich habe mich gerade eben gewundert, dass das so komisch aussieht. Und jetzt legen wir hier mal die Waben rein, die wir schon unterwegs gefunden haben. Die Dampfmaschinen brauchen noch einen Moment, bis die genug Strom produzieren. Ihr seht, hier ist noch No Power, benötigt Power. Ja, und das springt jetzt hin und her. Bis die jetzt gleich genug Power haben. Ihr seht aber, dass die gelbe Linie hier schon langsam nach oben geht. Und wir beobachten jetzt einfach mal, was aus den Honigwaben alles rauskommt. Jetzt ist gleich eine fertig. Und ihr seht, wir haben hier Honigtropfen. Und wir bekommen Bienenwachs. Tun nicht alle Honigwaben verbrauchen? Wir müssen alle machen. Ja, nein. Denn ich würde gerne noch eine Kiste bauen, eine Bienenkiste. Ja, und du musst immer in das Mikrofon sprechen. Ja, dafür brauche ich 5 Waben.
Das sind nicht alle Waben, die wir haben. Ach, hinten so ist noch ganz viel drin. Dann brauchen wir eine Truhe. So, ihr seht, hier hat sich seidiges Propolis gebildet und wir haben hier Honigtropfen. Mit dem seidigen Propolis können wir auch ganz normal diese Bienenrohre bauen. Aber das wollen wir jetzt noch nicht machen, denn das Seidige heben uns noch ein bisschen auf. Kannst du am Computer mal vorbeigucken, bitte? Ja. So, ich habe nämlich das Rezept schon mal reingelegt für die Bienentruhe. Da ist ganz normales Glas in der 2, in der 5 die Truhe und in der 4, 6, 7, 8, 9 kommen die Honigwaben und wir bekommen die Bienentruhe. Ich stelle sie mal auf und dann kannst du sie gleich mal anklicken. Dann können wir mal zeigen, wie das aussieht. Die ist nämlich ganz besonders. So, da sieht man, wie viele Völker drin sind, wie viele Königin, wie viele Prinzessinnen und wie viele Thronen. Deswegen hole ich jetzt mal unsere Bienen, die wir haben. Wenn man sie analysiert hat, sieht man nämlich dann schneller auf den ersten Blick schon, was man da so hat. Und es passen einfach viel mehr Bienen in so eine Truhe als in eine Standardtruhe. Ja, es passt nämlich 144 Stück rein. Ich glaube, wenn wir die stapelbar sind, sogar glaube ich noch mehr. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ihr seht hier zusammen. Die Zentrifuge, die läuft jetzt hier und wir bekommen hier diese Honigtropfen, die brauchen wir, um die Bienen zu analysieren. Und wir bekommen dieses Propolis, das ist das Eigentliche, was wir eigentlich haben wollen. Und wir bekommen Bienenwachs, aus dem wir Karzen herstellen können. So, guck doch mal jetzt im Schreiner jetzt erstmal bitte. Im Schreiner. Muss ich natürlich das Rezept schnell suchen, das habe ich nicht parat. Was wollte ich bauen? Den Bierleiser. Genau, zum Analysieren. Dafür nehme ich Zinnbarren in die 1, 3, 4 und in die 6. Nehme Redstone in die 7 und in die 9. Ein Diamant in die 8. Und Glasscheiben in die 2 und in die 4. 2 und in die 5. Und hier sehen wir schon, die Bierleiser werden produziert. Ja, die könnt ihr nämlich nicht sofort rausnehmen, nachdem wir die ganzen Rezepte reingelegt haben. Die werden erst produziert. Und was ihr auch braucht, das ist nämlich bei dieser Schreinerei was Besonderes, ihr braucht Wasser. Genau. Aber wir sehen schon, er hat zu wenig Power. Jetzt hat er wieder genug. Man kriegt ja rechts immer angezeigt, was so passiert. Das steht hier neben, das wechselt jetzt ab und zu. Das ist aber nicht ganz so schlimm, weil dann dauert die Produktion einfach länger, wenn er nicht genug hat. Und jetzt werden ja auch unsere Dampfmaschinen immer schneller. Da löst sich das dann gleich. Baust du gerade zwei? Ja, für jeden eine. So, ihr seht, der gelbe Strich, der steigt immer mehr. So, ich gehe mal hier drüber. Bierleiser 4475. Gehört zu Forestry. Und wenn der gleich fertig ist, dann können wir euch eventuell sogar schon zeigen, wie das Ding funktioniert. Es kommt immer darauf an, ob wir schon genug von dem Honigtau haben. Also wir können auf jeden Fall eine Biene analysieren, denn jede Biene verbraucht einen Honigtropfen. Ich nehme schon mal einen raus, ja. Ja. So, wir bedienen uns schon mal hier, wir nehmen schon mal den Honigtropfen, jetzt nehme ich den Bierleiser in die Hand und klicke ihn einmal rechts an. Ihr seht, dann öffnet sich hier ein Menü und wir legen die Honigtropfen hier oben in dieses Feld. So, damit ist der Bierleiser eigentlich schon einsatzbereit, jetzt müssen wir uns nur eine Biene holen. Und zwar nehmen wir einfach mal die waldige Prinzessin hier, die wir haben, und wir nehmen mal hier die wir nehmen einfach mal die ganzen Prinzessinnen hier. Oder willst du auch eine machen? Ich habe gleich meinen Bierleiser. Und es sind ja noch genug Bienen da. So, wir nehmen mal diese Prinzessin, wir legen das hier rein und ihr seht oben, ein Honigtropfen ist verbraucht worden und wir sehen hier, die aktiven Gene unserer Biene, die wir reingelegt haben, sind, es ist eine waldige Biene und inaktiv. Das ist, wenn ihr die miteinander gekreuzt habt und so. Dann seht ihr hier vielleicht eine zweite Sorte, die aber nicht aktiv ist. Also nicht im
Genpool jetzt gerade hoch. Das ist rausgefallen. Man muss natürlich Honig mitnehmen, das habe ich gerade ganz vergessen. So, ich leg die nochmal da rein. Das war jetzt gerade ein bisschen dumm gelaufen. So, das kostet nur einmal Honigtau, danach nicht mehr. So, Lebensdauer ist kurz, kürzere Lebensdauer, das ist ganz gut. Wir wollen möglichst kurz haben, damit die immer wieder schnell produzieren. Geschwindigkeit langsam, das ist blöd, weil dann fliegen die nämlich total langsam durch die Gegend. Pollination Speed, also wie schnell die Blumen bestäubt werden und die Bäume bestäubt werden, langsamere, also auch nicht so toll. Was brauchen sie für Pflanzen? Das sind jetzt hier Blumen, das können aber auch Kakteen sein, das können, was könnte es ja noch sein? Tropenbäume sein, es kann Kakao sein und so weiter. Fruchtbarkeit, es gibt jeweils 3 Drohnen, wenn die fertig sind. Gebiet, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig und Effekte haben wir auch nichts. Jetzt können wir die noch in die 2 legen. Und ihr seht, Klima, normales Klima. Temperaturtoleranz ist 0, also die wollen ganz normales Klima haben, kein anderes Klima. Feuchtigkeit auch ganz normal. So, tagaktiv ja, nachtaktiv nein. Das heißt, sie fliegen nicht bei Nacht. Flieger bedeutet, sie fliegen auch bei Regen. Da haben wir jetzt bei beiden hier nein. Ich kann aber eine andere reinlegen, mal gucken, wie es bei denen so aussieht. Wir gehen dann nochmal zu 2 und ihr seht hier, das ist auch ja, ja, aber die anderen Sachen sind jetzt nicht aktiv. Wir gucken mal, ob wir zufällig eine haben, die schon irgendwie was Besonderes bietet. So, die bieten alle nichts Besonderes. Wir gehen nochmal hier kürzere, das war das ganz normale, die bieten hier alle dasselbe an. Wir gehen nochmal in die 3 und da seht ihr mögliche Produktion, Honigwabe. Also ganz normal. Wir gehen mal zur nächsten Honigwabe. Ja, ganz normale Honigwaben. Wir gehen hier zu der Wiesigen und wir haben auch hier Honigwaben. Mögliche Spezialitäten? Nichts. Eine edle Drohne kann in der Höhle arbeiten. Ja. Und es gibt mögliche Spezialität Zucker und eine Schokowabe. Das gibt es auch. Und was heißt das mit der Höhle? Das bedeutet ganz einfach, wenn wir unsere Bienen jetzt nehmen und ein Dach über den ist, über dem eigentlich ein Bienenkorb, das Rohr hier zählt nicht. Ach nee, hier sind wir ja. Ein Rohr hier drüber zählt nicht, weil das brauchen wir nachher zum Befüllen. Aber wenn jetzt ein Dach drüber wäre, dann würden die nicht fliegen. Die fliegen auch jetzt nicht, wie ihr seht. Keine einzige der Bienen ist gerade unterwegs. Warum? Es regnet. Und da brauchen wir diesen Faktor Flieger. Denn bei Flieger, dann fliegen die auch bei schlechtem Wetter. Nachtaktiv, dann fliegen die auch bei Nacht. Das ist auch gut. Und dann gibt's noch, was hatte ich noch?